Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich begrüße euch alle wieder zu der legendären Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute habe ich einen Gast, er ist ein echter Mensa-Bub. Ich sage erstmal seinen Namen, ihr werdet ihn alle kennen. Es ist der Dr. Johannes Gerster von der CDU. Hallo Johannes. Hallo. Johannes, wir haben kurz telefoniert, habe ich gesagt, ich bin der Rainer, hast du gesagt, ich bin der Johannes. Da waren wir uns gleich sympathisch und dann sind wir beim Du geblieben. Ja, und darauf müssen wir noch ein Trinken. Und wie ich mit dir telefoniert habe, habe ich gedacht, es gibt Menschen, mit denen redest du meinetwegen das halbe Leben. Aber mit dir habe ich gedacht, einmal telefoniert, ich kenne dich schon das halbe Leben. Das ging mir genauso. Ja, irgendwie war gleich Sympathie da. Ja, so ist es. Ja. Und deswegen bleibe bei du ins Trinken erstmal. Ich bin mal Tee und du mit deinem Wasser, Johannes. Prost. Prost. Der Wein kommt nachher. Jawohl. Das ist also kein Alkohol, das ist Tee. Ihr könnt gern probieren. Das geht leider noch nicht. Aber irgendwann soll ja das Geruchsfernsehen kommen, dann kann man es riechen. Johannes, ich stelle dich kurz mal vor, an Fernsehzuschauern. Es wird vielleicht ein paar geben, die dich neu kennen. Du bist in Mainz geboren. Du hast Abitur gemacht am Rabanus-Gymnasium. Rabanus-Maurus-Gymnasium. Ja, muss ich gleich sagen, stopp, wenn das nicht stimmt. Ja, ja. Du hast von 1962 bis 1967 studiert an der Johannes Gutenberg-Uni in Mainz. Und in Freiburg und in Bonn. Genau, an der Albert-Ludwigs-Uni in Freiburg und an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Uni in Bonn. Ja. Wunderbar. Du hast studiert Rechts- und Staatswissenschaften. Ja. Und nach Abschluss des Referendariats hast du 1970 noch eine zweite juristische Staatsprüfung abgelegt. Ja, da macht man die Referendarzeit dazwischen. Das ist eine Lehrzeit in den Gerichten, ja. Staatsanwaltschaften, Verwaltungen und so weiter, schon in der Privatwirtschaft. Ja. Und dann macht man das zweite, die große juristische Staatsprüfung heißt das. Aha. Und da erreicht man die Befähigung zum Richteramt, heißt das. Oh. Das heißt, im Prinzip sind die zwei Examen normal. Es sei denn, man fällt beim ersten Mal zweimal durch, dann nennen sich auch Juristen, sind aber im Prinzip keine fertigen Juristen. Man nennt die Volljuristen oder Juristen, die die Fähigkeit zum Richteramt haben. Du warst dann Verwaltungsjurist im Landkreis Mainz-Bingen, ja. Und im Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz zuletzt warst du der Regierungsdirektor? Jawohl. Der Name Gerster steht ja nicht nur für dich, sondern auch für deine lieben Verwandten. Dein Sohn, der Thomas Gerster, ist CDU-Vorsitzender des Ortsbezirks Mainz-Altstadt sowie Mitglied des Stadtrats der Stadt Mainz. So ist es. Dann habe ich gelesen, der Florian Gerster, der ja lange Zeit Chef des Arbeitsamtes war, der Bundesanstalt der Arbeit war, da bist du der Onkel, ist das richtig? Sein Vater, der von Florian und übrigens von der ZDF-Journalistin Petra Gerster, die sind Geschwister, die zwei. Ach so, und der Vater von denen ist ein Cousin von mir. Obwohl die so viel jünger gar nicht sind, sind wir zwei verschiedene Generationen. Aha. Warum? Weil mein Vater das jüngste von 7 Kindern war. Aha. Und er selbst hatte auch 6 Kinder, ich war das jüngste von 6 Kindern. Die Generationen haben sich verschoben. Deswegen hat der Florian so immer ein bisschen pflegelhaft gesagt, ich wäre sein Großonkel oder Uronkel. In Wirklichkeit sind wir eine Generation in der Tat auseinander, aber altersmäßig nicht so weit auseinander. Und du selbst hast 3 Kinder? Ich habe 3 Kinder, beziehungsweise wir haben zusammen mit meiner Frau habe ich die 3 Kinder. Gehört dazu gekommen, ne? Ja. Und hatte gerade letzte Woche goldene Hochzeit. Und wie ist so der Kontakt bei euch? Seid ihr euch immer einig? Oder ich meine, es ist nicht in der Familie, sondern auch mit den lieben Verwandten? Also das sind natürlich konzentrische Kreise. Die Familie mit meinen Kindern und Enkelkindern, wir haben 8 Enkel, ja, ist wahnsinnig eng. Ja. Darüber haben aber die Gersters noch eine weitere Verbindung. Da gehören dann auch der Petra und die Flora und der Florian zusammen. Ja. Und diese größere Familie hat sich früher sogar jährlich getroffen. Super. Das passiert jetzt leider nicht mehr, da hat ein bisschen die Energie nachgelassen. Ja. Aber die Gersters sind schon, wie soll ich sagen, sehr eng miteinander verbunden. Eine verschworene Gemeinschaft. Ja, mit aber sehr unterschiedlichen Meinungen. Das geht von
links bis zur Mitte. Ja. Es gab früher auch mal den einen oder anderen Rechten, aber im Prinzip im demokratischen Spektrum. Ja, ja, ja. Ich meine, es wäre auch nicht normal, wenn jeder die gleiche politische Einstellung hätte. So ist es. Ja. Aber im Grunde genommen haltet ihr zusammen, das Menschliche siegt dann über alle anderen Einstellungen bei euch. Ja, das ist so. Ja, ja. Super, das finde ich toll. Wobei zu dem menschlichen Zusammenhalten gehört natürlich auch mal, dass man Krach hat. Ein schöner das Krach. Sind keine Heiligen. Die Gäste sind keine Heiligen. Ein schöner Krach bereinigt die Landschaft. Ja, wir können gut streiten, aber auch gut miteinander feiern. Gut streiten wie die Gelandsamen. Ja, das ist wahr. Du bist 1960 in die CDU eingetreten. Ja. Du warst Mitglied des Deutschen Bundestages von 72 bis 76 und von 77 bis 94. Ja. Hast du ein Jahr keine Lust gehabt? Oder? Nein, ich bin 1972 über die Landesliste in den Bundestag gekommen. Ja. Sie haben bekanntermaßen gibt es die zwei Stimmen. Ja. Der Wahlkreis direkt, ja. Der war damals Mainz nicht zu gewinnen. Ja. Und ich kam über die Landesliste rein, ja. Weil die CDU viele Wahlkreise verloren hat, ja. Und die Kandidaten nicht auf der Landesliste waren. Und dann kam 1976 die Wahl, da die CDU fast alle Wahlkreise in Rheinland-Pfalz gewonnen, aber nicht in Mainz, auch nicht in Ludwigshafen, nicht in Bad Kreuznacher. Ja. Und dadurch war mein Listenplatz nicht mehr zum Zug gekommen, ich flog raus. Dann wurde Heiner Geißler, der Sozialminister in Rheinland-Pfalz war, Generalsekretär der CDU in Bonn. Ja. Nachfolger war der Schorsch Gölder, der dadurch aus dem Bundestag raus ist. Ich bin als erster Nachrücker in den Bundestag wieder reingerutscht. Du hast 83, 87 und 90 dreimal das Direktmandat im Wahlkreis 208 in Mainz gewonnen. Ja, dann das haben wir den Wahlkreis kippen können. Je länger ich im Bundestag war, desto bekannter auch, desto mehr Leute haben mich gekannt. Und dann haben wir dann den Bundestagswahlkreis gewonnen, das ist richtig. Und ich habe gelesen, der Helmut Kohl hätte es unterstützt, wenn du Ministerpräsident geworden wärst. Ja, sicher. Der hat das nicht nur unterstützt, der hat praktisch ja, darum gebeten, ja. So wie Helmut Kohl bittet, ja. Da war ein bisschen Druck dahinter. Ja. Die Situation war die CDU hat idiotischerweise 1988 ja den Bernhard Vogel abgewählt als Landesvorsitzender. Ja. Der dann auch als Ministerpräsident zurückgetreten ist. Ja. Das war, wenn man so will, eine Palastrevolution gegen den eigenen Ministerpräsidenten, ja. In der Funktion des Landesvorsitzenden. Ja. Die Sache war für mich deshalb sehr schmerzhaft, weil der Gegenkandidat, der Hans-Otto Wilhelm, war, der ja in meinem Wahlkreis und in meinem Kreisverband auch war. Ach so. Ich habe das für falsch gehalten, was er gemacht hat. Ich habe seine Meinung geteilt, dass die CDU innerlich reformiert werden muss. Ja. Aber ich war der Meinung, dass man das nicht durch den Sturz eines Ministerpräsidenten als Landesvorsitzenden erreicht. War also auf der Seite von Vogel. Ja. Dann kam die Quittung 1991. Die CDU hat die Wahlen verloren, hat nach 44 Jahren die Regierungsverantwortung an die SPD weitergeben müssen. Die Partei war völlig am Boden. Sie hat von Monat zu Monat an Zustimmung der Bevölkerung verloren. Und da hat mich der Helmut Kohl gebeten, ob ich nicht den Landesvorsitz übernehmen kann, dann bei der nächsten Wahl als Spitzenkandidat kandidieren kann. Das habe ich auch gemacht. Bin übrigens dann 93 gewählt worden zum Landesvorsitzenden. Bin 94 aus dem Bundestag ausgeschieden. War bis zur Landtagswahl 96 ohne Beruf. Das heißt, ich habe mich als Rechtsanwalt niedergelassen, hat aber gar keine Zeit gehabt, viele Prozesse oder sonstiges zu führen. Habe mich um die Partei gekümmert. Und mir ist immerhin in diesen Jahren von 93 bis 96 gelungen, dass der Anteil der CDU nach den Umfragen von weit unter 30% auf fast 40% wieder angewachsen ist, 96. Wir hatten mit der FDP eine Mehrheit. Ich hätte also Ministerpräsident werden können, bin es aber nicht geworden, weil die FDP gesagt hat, wir sind in einer Koalition mit der SPD, das funktioniert recht gut, wir bleiben bei der SPD. Also im Prinzip hat 96 die SPD erheblich verloren, die CDU hat sich gut stabilisiert, hat auch gewonnen und trotzdem haben wir die Regierungsverantwortung nicht übernommen, weil die FDP das Zünglein an der Waage war, ist zugunsten der bis dahin geltenden Koalition entschieden hat. Ja, wie das Leben so spielt.
wärst du. Ja, Ministerpräsident Präsident geworden. Ja, gut, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das nicht bedauert, weil es mir Freiraum gegeben hat. Es hat mir leid getan für das Land und für die CDU. Für mich selbst gar nicht. Warum? Ich habe die Chance bekommen, nach meinen Wünschen und Vorstellungen Repräsentant der Adenauer Stiftung in Jerusalem, in Israel zu werden. Bin also in einen neuen Lebensabschnitt hineingegangen. Aber Johannes, deine Ämter, die du gehabt hast, waren nicht minder wichtig. Du warst innenpolitischer Sprecher und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ja. Und warst 93 bis 97 Landesvorsitzender der CDU im Rheinland-Pfalz. Genau. Also insofern, das ersetzt ja den Ministerpräsident Locher, ne? Ja, ich hätte ja auch Minister werden können. Helmut Kohl hat mir ja sogar zweimal einen Posten als parlamentarischer Staatssekretär angeboten. Ja. Und einmal hat er mich gefragt, ob ich Bundesinnenminister werden könne. Das war aber genau an einer, wie soll ich sagen, an einer Wasserscheide. Ja. Ich hatte eine Krebserkrankung in Morbus Hodgkin und hatte diese übliche Behandlung, die damals üblich war, also 8 Monate Chemotherapie, dann nochmal 4 Monate Strahlentherapie und sollte mich dringend schonen. Ja. Ihr Innenminister war Rudolf Seiters, der wegen dieser Geschichte in Bad Kleinen, wo ein Terrorist und ein Polizist erschossen wurden, zurücktrat. Ja. Kohl hat damals gesagt, kannst du den Innenminister machen, als innenpolitischer Sprecher, hat das ja nahegelegen. Ja. Und ich musste ihm leider sagen, nach Rücksprache mit meiner Familie, dass ich das derzeit nicht machen kann. Dass alle Ärzte sagen, ich müsste in Kur gehen, ich bin nicht in die Kur, sondern in den Urlaub gegangen. Also das war der Grund, dass ich gesagt habe, nein, das will ich nicht. Und insofern, ich war auch gern Parlamentarier. Die Unabhängigkeit eines selbstbewussten Parlamentariers, der sich nicht unterwirft einer Regierung oder einer Parteivorsitzenden, hat mich fast mehr gereizt wie ein Ministeramt, wo man doch in der Kabinettsdisziplin, wie das so schrecklich heißt, drin ist und nicht so frei ist wie als Abgeordneter. Ja. Johannes, jetzt haben wir heute einen Idealtag für unser Treffen ausgemacht. Das war gerade vorgesehen. Heute hätte der Helmut Kohl Geburtstag. Ja, ich weiß. 88 wäre er. Ja. Und meine Heimatstadt Mainz hat einen Platz nach ihm benannt. Habe ich gehört im Radio. Ja. Wie würdest denn du dein Verhältnis zu Helmut Kohl beschreiben? Freund, Förderer, Parteikollege? Kann man das überhaupt beschreiben? Ich will es mal so sagen. Wir waren zusammen im gleichen CDU-Landesverband. Mhm. Wir waren zusammen in der gleichen Landesgruppe. Die werden in der Öffentlichkeit immer unterschätzt. Ja. Die Bundestagsabgeordneten aus demselben Land bilden eine Landesgruppe. Ja. Und da geschehen viele interne Beratungen und Abstimmungen. Ja. Und ich war lange Vorsitzender und Kohl war einfaches Mitglied als Bundeskanzler. Ja, ja. Ich habe immer scherzhaft gesagt, wenn der ein bisschen mehr auf mich hören wird, wäre seine Politik noch viel besser. Ja. Nicht so ernst gemeint. Ja, ja. Das Verhältnis von Kohl war zuerst sehr kritisch, weil ich es abgelehnt habe, zu seinen inneren Zirkeln zu gehen. Ich war eingeladen, er hat so eine Prätorianergatte gehabt, von Leuten, die nachher allen Ministern und Staatssekretären wurden, die ihm berichtet haben, was der Bundestag sagt. Der Kohl kam ja 76 nach Bonn, da war der Kräuterbeschuss, Strauß wollte die CDU von der CSU in der Fraktion in Bonn trennen. Hat diskutiert, ob die CSU bundesweit kandidiert. Die CDU hat diskutiert, ob sie dann auch in Bayern kandidiert. Also die Parteien waren am Auseinanderdriften. Ja. Und in der Situation kam eben Kohl nach Bonn als Fraktionsvorsitzender und hat versucht, seine Macht zu festigen durch eine interne Garde. Und ich habe es abgelehnt, da mitzumachen. Ich habe gesagt, Herr Kohl, ich habe ihn immer gesiezt, der hat mich immer geduzt. Ja. Herr Kohl, ich werde öffentlich loyal zu Ihnen sein. Ja. Aber ich gehöre nicht zur Prätorianergatte, die das vollzieht, was Sie vorgeben. Ja. Ich bin ein unabhängig und frei gewählter Abgeordneter, der auf seiner Unabhängigkeit besteht. Ja. Und insofern war ein bestimmtes Spannungsverhältnis. Und es gab eine Reihe von politischen Entscheidungen, wo ich gegen den Fraktionsvorsitzenden Kohl und dann später gegen den Bundeskanzler eine andere Meinung vertreten habe, indem ich mich auch auf eine Gewissensentscheidung berufen habe. Das war,
1977 folgende, die Aufhebung der Verjährung für Mordtaten, wo ich mit der SPD gestimmt und CDU-Leute geworben habe, die also regiert hatten ja die SPD mit der FDP. Die FDP war ziemlich in der Mitte gespalten. Für die Aufhebung der Verjährung gab es keine Mehrheit. Die dann von 40 Abgeordneten, die ich maßgeblich organisiert habe, hergestellt wurde, dass die Verjährung aufgehoben wurde. Und das hat dem damals noch jungen Fraktionsvorsitzenden Kohl sehr wehe getan, weil ihm die CSU zum Beispiel vorgeworfen hat, ja selbst aus deinem CDU-Landesverband gibt es ja Leute, die gegen deine Politik arbeiten. Und insofern war das Verhältnis zu Kohl äußerlich loyal, aber ich habe mich nie einbinden lassen. Und Kohl wusste das. Und je länger wir zusammengearbeitet haben, desto mehr hat er das akzeptiert. Er hat 30 Jahre später, etwa 30 Jahre später, hat er in Jerusalem im King David Hotel zu mir gesagt, Gerster, ich habe mich damals wahnsinnig über dich geärgert, aber in der Verjährung beim Mord hast du recht gehabt. Es war richtig, das so zu machen. Ich habe einmal für einen Militäreinsatz auf dem Kosovo gestritten, als die Bundesregierung das abgelehnt hat. Da war Kohl dann schon Bundeskanzler. Ja. Und so gibt es eine Reihe von inhaltlichen Auseinandersetzungen mit ihm, wo ich ihm gesagt habe, tut mir leid, das kann ich nicht mitmachen. Wenn ich das auf die aktuelle Politik von Frau Merkel konzentriere, ich würde einer Waffenlieferung an Saudi-Arabien derzeit nicht zustimmen. Es ist ein undemokratischer Staat, der die Menschenrechte verletzt und Waffen in kriegerischen Auseinandersetzungen im Jemen einsetzt, was ich nicht billigen kann. Und die Vorstellung, dass da mit deutschen Panzern gekämpft wird, ist für mich unerträglich. Und so gab es auch zur Kohlzeit eine Reihe von Geschichten auf dem Balkan, wo ich gesagt mit mir nicht. Nicht, weil ich ihm Schwierigkeiten machen wollte, nicht, weil ich glaubte, dass ich alles besser weiß, sondern weil ich in solchen Fragen wusste, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, hierzu meine Stimme zu geben, das kann ich nicht verantworten. Das kommt mir so vor wie der Wolfgang Bosbach bei der Griechenlandhilfe. Hat er auch gesagt, ja. Griechenlandhilfe kann ich nicht zustimmen. Ja. Auch wenn es eine sogenannte Fraktionspflicht gibt. Der Volker Kauder hat ja damals gesagt, alle die, die zustimmen, die müssen damit leben. Aber wie siehst du diese Fraktionspflicht? Also es ist, hat Vor- und Nachteile, oder? Übrigens, die Sache ist witzig, dass du den Bosbach nennst. Das war ja mein Urenkel als innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Der Wolfgang Bosbach kommt am 16. April zu mir, freue ich mich schon drauf. Sie haben einen schönen Gruß. Wir hatten wenig zu tun, weil wir unterschiedliche Generationen sind. Ja. Aber ich schätze ihn sehr und ich glaube, er schätzt mich auch ein bisschen. Ja. Aber es ist an sich ja ganz interessant, dass ausgerechnet innenpolitische Sprecher sich gegen den gemeinen Trend stellen. Ich will es mal folgendermaßen sagen. Es gibt für mich keine ideale Partei. Ja. Eine ideale Partei wäre für mich eine Ein-Mann-Partei, wo nur geschieht, was ich will. Mhm. Nur die wäre völlig bedeutungslos. Ja. Die CDU ist die mehr nahestehendste Partei. Mhm. Ich bin übrigens 58 Jahre Mitglied. Ja. Und muss die Spielregeln beachten. Das heißt, in einer Partei laufen Willensbildungsprozesse, zuletzt übrigens unter Merkel zu wenig. Ja. Da wurde zu viel in der Regierung gemacht, zu wenig in der Partei erarbeitet. Das muss sich ändern. Wenn dann aber die Mehrheit entschieden hat, muss ich bereit sein, mich der Mehrheit anzuschließen. Sonst ist das ein Sauhaufen, der nicht funktioniert, nicht mehrheitsfähig sein kann. Davon nehme ich aber Fragen aus, die einen gewissen ethischen, moralischen Hintergrund und Boden haben. Gewissensentscheidungen. Das sind dann die sogenannten Gewissensentscheidungen. Da darf es keinen Zwang der Fraktion geben. Da muss, wenn einer die Gewissensentscheidung für sich reklamiert, diese Gewissensentscheidung auch respektiert werden. Das sind aber Einzelentscheidungen. Verstehst du, dass so wichtig die Landwirtschaft ist? Ja. Ich könnte keine andere Meinung haben beim Viehzählungsstatistiksetz. Ob es Vieh dreimal im Jahr oder einmal oder gar nicht gezählt wird, das sind so, und viele Gesetze sind ja so ganz praktische Gesetze. Da muss man auch sagen, ich kann nicht überall Fachmann sein, da muss ich mich der Mehrheit meiner Fraktion anschließen. Aber wenn es um wirklich ethisch-moralische Grundfragen geht, muss der frei gewählte Abgeordnete
selbst eigenverantwortlich entscheiden, ja, wie er sich an einer bestimmten Sachfrage verhält. Was mir auffällt, Johannes, ist, wie du noch Bundestagsabgeordneter warst in der Zeit, oder Helmut Kohl, auch noch früher zurück, da hatte ich immer das Gefühl, die Politiker, egal welche Partei jetzt, haben versucht, dem Wähler zu erklären, was gemacht wird. Versucht. Heutzutage wird immer sehr viel auf Einheitskurs gemacht, sodass eigentlich der normale Bürger gar nicht durchblickt, wer für was steht. Siehst du es auch so? Oder? Ja, das hat mit mehreren Gründen zu tun. Ja. Es hat zum Beispiel mit Gründen zu tun, dass die Entscheidungen, die auf europäischer Ebene laufen, ja, zum Teil so kompliziert sind, ja, dass die Bereitschaft der Menschen, da genau zu den Windungen zu folgen, ja, zurückgegangen ist. Ja. Die Ebenen, wo die Bevölkerung leichter folgen kann, das ist die Kommunalebene und die Landesebene, die sind heute überhaupt nicht mehr gefragt in solchen strittigen Entscheidungen, weil die gar kein Geld mehr haben. Du meinst, auch der Wähler hat sich verändert? Nee, da ist kein Geld mehr da. Die Kommunalpolitik, das Land ist ein Stück aufgebaut und ausgebaut. Es gibt zwar immer wieder partielle Streitpunkte, aber insgesamt sind die entscheidenden Fragen sind letzten Endes ausgepowert, sind entschieden. Und dann kommt der dritte Punkt dazu. Die Parteien, das habe ich auch in meinem neuen Buch Typen und Mythen beschrieben, sind heute zu weit von den Bürgern weg. No. Und die Bürger sind aber auch zu weit von den Parteien weg. Ja, ja. Es gibt ein, ich werfe nicht einen Satz den Parteien vor, dass sie von den Bürgern weg sind. Auch die Bürger, denen es recht gut geht, ich sage das mal ein bisschen salopp, es gibt tolle Leute, wo ich sage, die können doch ein Stück Verantwortung auch in Parteien übernehmen, ja, und sehen dann, dass die Tennis spielen oder Golf spielen oder sonst einen schönen Sport oder dreimal oder fünfmal im Jahr Urlaub machen. Das heißt, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist auch ein Stück zurückgegangen. Klagen auch die Sportvereine drüber, klagen die Kirchen drüber, klagen die Gewerkschaften drüber. Das heißt, die Politik ist schwerer geworden, aber die Parteien sind nicht besser geworden, um an den Bürgern dran zu bleiben. Ich denke mal so, früher habe ich immer die Debatten im Bundestag mit einer Begeisterung verfolgt. Wenn ich das heute angucke, gut, es gibt diese kontroversen Themen, die da behandelt werden, aber diese Streitgespräche früher, Wähler, Strauß zum Beispiel, oder auch Kohl, Schmidt, die gibt es heute nicht mehr. Ist das vielleicht, das kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Nein, es ist ein Nachteil. Also meine Mutter hat bei den großen Bundestagsdebatten immer, und sie war ja eine Mutter von 6 Kindern, ja, das war dann immer der Bügeltag, der Wasch- und der Bügeltag. Der hat den ganzen Tag am Anfang Rundfunk und später Fernsehen geguckt. Dass der Fernseher lief, ja, relativ einer, schwarz-weiß noch, ja, und sie stand mit ihren Bügelbretten den ganzen Tag geguckt und wollte diese Debatte verfolgen. Ja. Das Problem ist, dass heute kein Mensch mehr diese oder kaum jemand diese Debatten verfolgt. Warum? Weil es an Typen fehlt, genau, die in der Lage sind, die ernsten Themen, ja, in eine gewisse Emotionalität hineinzubringen, ja, und die Leute mitzunehmen. Ja. Ich bedauere das sehr und sage, wenn sich die Politik vom Parlament in die Talksrunden des Fernsehens verlagert, ist etwas in der Demokratie krank. Ja. Dort muss die Schlacht geschlagen werden. Nun muss ich auch fairerweise sagen, die Gesellschaft hat sich auch verändert. Ja. Wir sind ja unheimliche Softie-Typen geworden. Ja. Ich bin überzeugt, dass so Typen wie Strauß und Wehner heute gar nicht mehr akzeptiert werden. Das ist den Leuten satt. Das ist, die würden die verurteilen über den grünen Klee. Die Leute haben aber damals das als einen Klärungsprozess akzeptiert, auch mit sehr persönlichen, auch mal mit verletzenden Worten. Ja. Ich habe das hier auch beschrieben. Zum Beispiel der Wehner hat ja früher schriftliche Reden vorbereitet. Ja. Die rechte Spalte war seine Rede mit Provokationen. Ja. In der mittleren Spalte waren denkbare Reaktionen der Opposition. Ach so. Und links hat er schon seine Antwort gehabt. Ja. Das heißt, er hat ein Regiebuch geführt. Die Rede war, wenn du so willst, auch ein Stück Schauspiel. Ja. Und Drama und Komödie in einem. Wo seine Wutausbrüche
gewechselt haben, mit durchaus schmeichelnden Szenen, wo er Schwächen des Gegners verbunden hat mit Stärken seiner eigenen Partei. Diese Dramaturgie, die können die Leute heute offenbar nicht mehr oder wollen sie nicht mehr. Du meinst, dass auch gewisse Politiker heute auch nicht mehr so gut vorbereitet sind auf das, was sie machen, vielleicht weil es zu schnelllebig ist auch. Ne? Ich habe den Eindruck, also zumindest bereiten sie sich nicht mehr so gründlich vor. Ich weiß, dass zum Beispiel der Herbert Wehner nächtelang seine Reden vorbereitet hat. Übrigens der Heiner Geißler auch. Ja. Das war auch so ein Filigranarbeiter. Der hat's, früher hat man das die Eierköpfe genannt. Der amerikanische Präsident hat immer einen Beraterstab gehabt. Das waren die Eierköpfe. Der Geißler, das war nicht negativ gemeint, sondern große Denke, hat auch seine Eierköpfe gehabt, hat nächtelang eine Rede vorbereitet. Und hier auch Fakten gesetzt durch die Rede. Und heute hat man den Eindruck, die gehen da hin und lappen da irgendwas runter. Und es fehlt auch an Leidenschaft. Es fehlt meiner Meinung nach an zu viel Abgeordneten die Sachleidenschaft. Die regen sich gar nicht mehr auf. Und wenn ein Politiker sich nicht aufregen kann, durch, ich habe vorhin das Beispiel genannt mit den Waffenlieferungen. Ja. Und so gibt es viele andere Sachen. Dass das praktisch auf eine relativ träge Masse von Abgeordneten fällt, ist nicht gesund für die Demokratie, denn der Abgeordnete muss auch einen Sensor haben, in die Empfindlichkeit und die Befindlichkeit der Menschen hinein und muss dann als Vertreter des Volkes diese Befindlichkeit im Bundestag artikulieren. Und da hat man manchmal den Eindruck, das ist eine relativ, ja sogar Gefühlskälte dabei. Das Temperament schlägt nicht mehr durch. Also ich bin schon der Meinung, dass ein Abgeordneter auch Leidenschaft einbringen muss und den Leuten deutlich machen muss, dass er das ernst meint, dass er sich wirklich aufregt, dass er sich engagiert. Aber ich vergleiche das jetzt mal mit einem, vielleicht ein schlechter Vergleich, am Sport ist es ja auch so. Ne? Heutzutage sind die sogenannten coolen Typen gefragt. Und wenn sich dann früher mal ein Rudi Völler aufgelegt hat, dann wird er gleich hingestellt als Jähzornig. Ne? Oder so. Ne? Vielleicht ist es in der Politik auch so, auch wenn man sich aufregt, das gilt schon als eine Art Schwäche, ne? Heutzutage. Das wird natürlich, da wir in einer Gesellschaft trotzdem der Konfrontation liegt und diese vielen Medien haben, die ja konkurrieren um Seherschaft und Hörerschaft, werden natürlich die Dinge künstlich auch hochgezogen. Ja, auch das heißt, die Lust, jemanden zu frikassieren, der mal ein bisschen aus dem Trend rauskommt, völlig richtig. Das ist natürlich zum Teil auch eine Reflexion aus den Medien heraus. Ich habe gelesen, der Wolfgang Schäuble hat mal über dich geschrieben. Ja. Der Johannes Gerstner ist ein Mann, der mit seinem Humor so geballt auf dich zukommen kann, was schon eine Waffe ist. Das war der Burkhard Hirsch. Und das war der Burkhard Hirsch? Das war der Burkhard Hirsch. Der Wolfgang Schäuble hat eine andere Geschichte. Der Burkhard Hirsch hat gesagt, ich würde sagen, mein Humor wie ein Dampfhammer einsetzen, oder so, wo wir dann überhaupt nicht mehr Widerstand leisten können. Wie der Wolfgang Schäuble hat gesagt, der Johannes Gerstner als innenpolitischer Sprecher peinlich darauf geachtet, dass ihn kein stellvertretender Fraktionsvorsitzender in die Suppe spuckt. Kaum war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender, habe ich mit Amüsement festgestellt, dass er genau darauf geachtet hat, dass ihn keiner in sein Sachgebiet hineinredet. Frechheit vom Wolfgang Schäuble. Nun ja, ich sage halt, Politiker sind halt auch nur Menschen. Ne? Nein, natürlich, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Aber das fällt mir schon auf, was mir auch auffällt, Johannes, ist, dass es bei den Staatschefs immer mehr Populisten gibt. Es gibt immer mehr Leute, die nur auf ihr eigenes Volk achten, egal, ohne Rücksicht auf Verluste gegenüber den anderen Völkern. Zum Beispiel Amerika, Trump, Erdogan, Türkei, Urban, Ungarn, siehst du das auch so? Oder denkst du, das ist einfach nur, die eigenen Bürger für sich zu begeistern, eine Art Show-Effekt? Also da würde ich die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg mal aufteilen. Also es war schon ein Glücksfall, dass nach 1945 Adenauer, Schumann in Frankreich, der Gasperi und so, dann später de Gaulle und so weiter, solche Leute, die den Nationalsozialismus, den Staatsterror und den Weltkrieg erlebt haben, gesagt haben, wir müssen jetzt neu aufbauen und müssen jetzt eine neue Zeit
organisieren. Ja. Das heißt, sie waren sehr altruistisch orientiert und nicht egoistisch. Ja. Diese Generation ist ausgestorben. Ja. In der nächsten Phase, dieser Nachkriegsentwicklung in Deutschland, jetzt mal als Beispiel, war ein ganzes Stück geprägt. Auch damit das nie mehr passiert, müssen wir Europa zusammenschweißen. Ja. Wir müssen ein Europa machen, das gleiche Werte vertritt und so weiter. Und was ich jetzt erlebe, in den letzten Jahren insbesondere, ist, dass diese Emotion für Europa aus zwei Gründen meines Erachtens zurückgeht. Auf der einen Seite, dass Europa nicht gelungen ist, die eigentlich zentralen Fragen eines Staatenbundes anzugehen, das ist die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik, die Verteidigungspolitik, eine gemeinsame Sicherheitspolitik etwa im Nahen Osten zu machen. Da treten sie als Nationalstaaten auf. Auf der anderen Seite werden die Einzelstaaten kuiniert mit Verwaltungsvorschriften über die Leberwurst, über die Banane und was träumen die abziehen und so weiter. Das heißt, dieses Europa hat sich verwaltungsmäßig nicht so entwickelt, wie ich mir das wünschen würde. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass der Egoismus, so nach dem Motto, Kriege sind weit weg, wir sind in Europa absolut sicher, dass jetzt der Egoismus neue Urstände feiert. Ja. Und dass man, ich sag mal so, aus einer Gemeinschaft die Rosinen rauspickt für sein Land und die Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, was auch einen Preis kostet, die lässt man zurückgehen. Und da sind halt auch ein paar Typen dabei, da wird es weder du noch ich denen Gebrauchtwaren ab. Weil sie dem einfach nicht trauen. Okay. Es werden Leute an die Macht gespült. Ich finde, dass Leute, Putin ist ein eiskalter Machtpolitiker, der nur ein Interesse hat, den alten Glanz der UdSSR, die es nicht mehr gibt, jetzt als Russland oder in Russland für Russland wieder stehen zu lassen. Der Trump ist ein absoluter Egoist, der eine chauvinistische amerikanische Bevölkerung, die es gibt, hinter sich versammeln will und fest überzeugt ist, wenn er eine America first, wenn er eine Politik macht, die nur zugunsten der amerikanischen Bevölkerung ist, ihm wieder Mehrheiten verschafft. Und der Erdogan, das ist für mich ein Gangster. Ich muss ehrlich sagen, was er versucht herzustellen in einer modernen Zeit, eine fast mittelalterliche Staatsauffassung, das ist teilweise in meinen Augen schon kriminell. Ein Rückschritt ins Mittelalter. Ja, sie ist ein Rückschritt ins Mittelalter. Ja. Das Denken des Mittelalters. Aber das habe ich schon mal jemand gefragt. Wie soll man solchen Leuten entgegengehen? Zum Beispiel, wenn jetzt der Orban sagt, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, machen wir nicht. Soll man die dann aus der EU rausschmeißen? Was kann man gegen solche Leute machen? Also ich würde sie nicht rauswerfen, weil es ja trotzdem noch eine Fülle von Übereinstimmungen gibt in einer Gemeinschaft. Nein, ich würde eine Gemeinschaft der zwei Geschwindigkeiten machen. Ah. Ich würde ein inneres Europa machen und ein äußeres Europa, so, wo sie aber trotzdem dabei sind. Aha. Das war übrigens der Streit nach 1990, nach der Wiedervereinigung mit Kohl. Ja. Kohl hat gesagt, wir müssen sofort die neuen osteuropäischen Länder in die Europäische Union aufnehmen. Ich habe damals gesagt, in Fraktion, Parteivorstand, Fraktionsvorstand, wenn ich einen See habe, kann ich den See vergrößern, dann wird das Wasser flacher. Mhm. Oder ich kann ihn verkleinern, dann wird das Wasser tiefer. Beides zugleich kann ich nicht machen. Erst Europa vertiefen und dann erweitern. Hat der Kohl gesagt, wir können diese Europäer, die jetzt 40 Jahre lang unter Kommunismus gelitten haben, die kulturell uns Mitteleuropäern näher stehen als zum Beispiel die Portugiesen in Lissabon, die können wir jetzt nicht hängen lassen, wir müssen sie jetzt aufnehmen. Das war politisch richtig, aber für die Entwicklung der Europäischen Union belastend. Und das hat halt einen Preis gekostet. Es war gut, dass diese Länder eingehen. Ich will sie aber jetzt nicht rauswerfen, aber ich würde sagen, bitte, wir machen einen Katalog von Maßnahmen, die wir jetzt gemeinsam wirklich angehen wollen. Da gehört zum Beispiel die Frage der Integration von Ausländern entscheidend dazu. Und wer das mitmachen will, der kommt in die Kerneuropäische Gemeinschaft, wo wir auch in Wirtschaft und Finanzen enger zusammenarbeiten
Und das andere, wir bleiben auch Europäer, aber bitte, sie werden nicht so viel in die Pflicht genommen, haben aber auch nicht so viele Rechte wie der innere Kern. Johannes, jetzt habe ich und meine Fernsehzuschauer so viel gelernt über die Bundespolitik von 1945 bis heute. Jetzt reden wir nochmal über deinen weiteren Schwerpunkt, Israel. Du bist ab 1982 Vizepräsident der deutsch-israelischen Gesellschaft gewesen. Du warst für die Konrad-Adenauer-Stiftung Niederlassungsleiter in Jerusalem. Und von der Uni Tel Aviv hast du 2004 den President's Award bekommen. Und 1995 von der Ben-Gurion-Universität die philosophische Ehrendoktorwürde verdient bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung für Nichtjuden. Ist man da stolz? Oder sagt man, also ich bin über die beiden Ehrungen sehr stolz. Auch über den offiziellen Titel der Stadt Jerusalem, was einer Ehrenbürgerschaft gleichkommt. Ich bin der Freund von Jerusalem. Das ist die höchste Auszeichnung, die ein Nicht-Jude bekommen kann in Jerusalem. Hast du 2006 bekommen? 2006. Ja. Also ich muss schon sagen, dass mich das schon stolz macht. Wobei mich noch mehr stolz macht, ist, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sich in den letzten Jahrzehnten... Also nochmal, 1995 hast du die Ehrendoktorwürde. Da war ich noch Bundestagsabgeordneter in Bonn. Und 2006 hast du dann den Titel Bürgermeister der Stadt Jerusalem verliehen bekommen. Da hat er mir den Ehrentitel Freund von Jerusalem verliehen. Genau. Ja. Ein orthodoxer Bürgermeister mit Namen Lupoljanski. Mich macht das schon stolz, wie mich auch deutsche Ehrungen durchaus erfreut haben. Ich habe auch zum Beispiel das große Bundesverdienstkreuz mit Sternen, das ist also das zweithöchste von den üblichen Auszeichnungen, die der Bundespräsident ausspricht. Und den Ehrenring der Stadt Mainz, also schöne Geschichten. Ja, ja, ja. Es macht einen Spaß, aber ich habe diese Ehrung noch immer empfunden als eine Auszeichnung meiner Mitarbeiter, denn allein habe ich ja nichts gemacht, sondern mit immer guten Mitarbeitern, etwa für die deutsch-israelischen Beziehungen gearbeitet. Mhm. Oder aber auch für die Entwicklung der Stadt Mainz oder auch für die Entwicklung des Landes Rheinland-Pfalz gearbeitet. 2006 wurdest du dann von der Bundesversammlung der deutsch-israelischen Gesellschaft zum Präsidenten gewählt. Das war eine Leistung. Ja, auch das. Zumal ich 9 Jahre im Ausland war, nämlich in Israel, komme zurück in die Wählen mich. Da war ich völlig überrascht und habe das auch gern gemacht. Ich war da lange Vizepräsident, bevor ich nach Israel gegangen bin. Und war in Israel Vizepräsident der israelisch-deutschen Gesellschaft, einer israelischen Einrichtung, als einziger oder erster und einziger Deutscher und Nicht-Jude war ich ein Vizepräsident einer israelischen Gesellschaft. Das ist wahr. Das heißt, nach beiden Seiten aktiv. Ja, ich lebe auch heute noch teilweise in 2 Ländern. Ich werde immer gefragt, was ich mache. Ich mache im Jahr etwa 150 Vorträge. Sag mindestens so viele ab, weil ich es zeitlich nicht pack. Ich mache im Jahr mindestens 50 Führungen in der neuen Synagoge in Mainz. Ich schreibe ständig Bücher, bin ständig aber auch im Nahen Osten und habe vor allen Dingen nach 8 Enkel. Also meine Frau behauptet, ich würde nicht weniger arbeiten als früher. Ich halte das für übertrieben, aber ich arbeite gerne und solange die Gesundheit das zulässt, mache ich das sehr gern. Und wir hoffen, dass du noch lange so fit bleibst, wie du jetzt bist. Ne? Du hast gesagt, du hast mal Krebserkrankung gehabt. Oh, das ist aber lang her. Hast du voll das war in den 90er Jahren. Ich hatte den Morbus Hodgkin. Aber das wissen viele, was das ist, der Lymphknotenkrebs. Wie lange hat es gedauert bei dir? Ja, also die Behandlung praktisch rund im Jahr. Und also ja, nach der ersten Erkenntnis, bis das dann losgeht und so. Ein knappes Jahr. Und das war schon eine harte Zeit. Die aber, lieber Gott, weißt du, was mir damals gesagt hat? In den Himmel komme ich nicht und kein Teufel will mich haben. Also geht es weiter. In den Himmel kommt man nicht und die Höhle packt man sich. Jetzt so ungefähr. Also geht es weiter. Genauso ist es gekommen. Johannes, jetzt wollen wir zum Schluss nochmal dein Buch vorstellen. Das heißt, Moment mal. Das letzte. Moment. Typen und Mythen. Typen und Mythen. Von Franz Josef Strauß und Herbert Wehner bis heute. Ich schreibe da genau das, was heute meines Erachtens ein bisschen vermisst wird, nämlich Politikertypen, die äußerst originell Politik gestaltet haben. Und im letzten Teil kritisiere ich die heutige Politik auch meiner Partei, die meines Erachtens
es an Klarheit, an Programmfestigkeit und an einem eigenen Markenkern vermissen lässt, ja, und mache Vorschläge, wie auch die CDU wieder ein bisschen besser werden kann. Ich habe immer so einen Eindruck, früher kann ich dich vom Fernsehen, dass wenn der Johannes was gesagt hat, es war ernst, aber da habe ich immer den Eindruck gehabt, du bist einer von den Politikern, wo der Bürger sieht, der hat immer eine Lösung parat, so im Hintergrund. Ist es vielleicht auch das, dass man bei vielen Politikern den Eindruck hat, dass sie gar nicht mehr wissen, wie man ein Problem löst? Oder du die nur den Eindruck erwecken? Bei dir habe ich den Eindruck, wenn du das erzählst, ach, der Johannes, der macht das schon. Der irgendwie schafft es, das Problem zu lösen. Ich glaube, dass da sich Mainz 05 und Kaiserslautern derzeit ähneln. Ja. Denen fehlt es an Selbstbewusstsein. Ja. Die haben beide ganz gute Spieler. Ja. Aber sie glauben nicht an die eigene Kraft. Ja. Und ich war immer der Meinung, das Wort, das geht nicht, ist ein Unwort. Das meine ich, ja. Man muss immer einen Weg finden. Das strahlst du aus. Und dann muss man auch an die Sache rangehen. Ja. Und nicht ausweichen. Wir haben im Moment in Mainz um eine völlig blödsinnige Erweiterung des Gutenberg-Museums, die ja, viel Geld und keine Ausstellungsflächen schafft, eine Diskussion. Ja. Da gibt es tatsächlich Politiker, ja, die nicht sagen wollen, welche Meinung sie sind und abducken, weil sie meinen, sie verlieren an Sympathie. Ja. Also wenn Politiker nicht die Kraft haben, ja, zu sagen, was sie denken in einem strittigen Punkt, ja, ja, sind keine Politiker. Ja. Dann wären sie vielleicht lieber Psychologen geworden. Nö, das sind Freischlinge, das sind Versager dann in allen Berufen. Ja. Gut, vielleicht ist aber auch, wie du vorhin gesagt hast, diese Abhängigkeit der Partei. Nee, die mangelnde Freiheit. Es ist eine für mich faszinierende und erschreckende Tatsache. Wir haben jetzt 70 Jahre Demokratie. Und der Mut der Leute in der Demokratie hat nicht zugenommen, weil er den Eindruck das abnimmt. Obwohl die Gesellschaft doch eigentlich immer freier werden müsste. Ja, ja. Und die Gesellschaft ist ja unkonventioneller geworden. Die jungen Leute lassen sich nicht mehr so anbinden an bestimmte Konventionen, wie das früher der Fall war. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass der persönliche Mut auch für die Auseinandersetzung eher zurückgeht, statt zunimmt. Den Eindruck habe ich auch. Also, wenn ich mir also meine Schulzeit anschaue, ich habe 80, habe ich Abitur gemacht. Da fing es schon an. Da gab es schon so Schlaumeier, die dann den Lehrer so unter Druck gesetzt haben, damit er gute Noten gibt. Da fing es schon an, nicht die Leistung war entscheidend, sondern der Dach, wie du den Lehrer überzeugen kannst. Und das Eindruck habe ich in unserer ganzen Gesellschaft. Nicht mehr die Leistung ist bei vielen Sachen entscheidend, sondern wie du dich präsentierst. Das heißt, wenn du das glaubhaft machen kannst und hast einige Leute hinter dir, die hinter dir stehen, kannst du den größten Mist machen. Und der eine gute Leistung bringt, hat niemand, weil der vielleicht noch als Konkurrent angesehen wird in den Arbeitsverhältnissen. Und der steht dann auf der Strecke da. Und es schadet zwar den Firmen, aber viele Chefs sehen das jetzt so. Das ist mein Eindruck. Also ich habe auch am Flughafen gearbeitet, einige Jahre, da war ich ungefähr so wie du. Ich habe das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Zum Schluss hat mein Chef gesagt, du hast recht gehabt. Aber nicht, dass er mich rausgeschmissen hätte am Anfang, weil er gesagt hat, Herr Zipfel, Sie verstoßen gegen die Leitlinien des Flughafens. Aber ich habe gesagt, das nutzt nichts, wenn ich da nicht verstoße, aber der ganze Flughafen bricht zusammen. Ich habe gesagt, da haben Sie nichts davon. Ja? Das heißt, auch da. Und viele Arbeitskollegen, die haben so gezittert, auch um mich, weil ich Sachen gemacht habe, nicht irgendwelche schlimmen Sachen. Aber ich habe Leute angerufen, aber ich habe gesagt, das funktioniert, wo niemand sich getraut hat. Und so sehe ich es auch in der Politik, die Eigenverantwortung, das Risiko, zu sagen, was man denkt, was man will, und das für richtig zu halten. Das ist immer wichtig. Und das wird heute immer weniger unterstützt, habe ich das Gefühl. Ja gut, es gibt dann mit Sicherheit, es ist auch eine gesellschaftspolitische Entwicklung. Ja, genau. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich entstamme einer Generation, noch ein bisschen älter als du, ja, wo 5 oder 6 Kinder durchaus Realität im Bürgertum waren. Ja. Je höher heute der Berufsstand, desto geringer die Kinderzahl. Ja. Erstens. Ja. Zweitens. Wer über 3 der 4 Kinder hat, gilt ja schon als asozial. Ja. Aber Entschuldigung, das, was wir an Wettbewerb in der Familie, ja, erlebt und durchgestanden haben, ja,
War natürlich eine ganz andere Rüstung für das Leben, für die Auseinandersetzung dann der Gesellschaft, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, als heute die oft verhätschelten Kinder in einer Familie, die, wenn man so will, der große Gott der Familie, der zwei Eltern sind, wo die Eltern wie um ein goldenes Kalb rumtanzen und nur noch das Beste für den einen wollen. Bei uns, unsere Eltern wollten auch das Beste für uns, aber das war immer in einer gewissen Konkurrenzlage mit 5 Geschwistern. Und das ist schon eine andere Bildung und Ausbildung fürs Leben, als wenn ich im Prinzip das ständig umhegte und pflegte Einzelkind bin, um das sich alles dreht. Johannes, das Gespräch war sehr interessant, sehr nett, sehr informativ. Und ich bin mir sicher, irgendwann sehen wir uns wieder, wo wir über die neuen Entwicklungen in der Politik sprechen. Denn hier sitzt ein Mann, der hat die Ahnung von 1945 bis heute. Er kann alles genau erklären. Und das Wichtigste ist, er meint es immer ehrlich mit einem positiven Hintergrund. Und so Leute, die Ahnung haben und noch positiv denken, gibt es leider viel zu wenig. Deswegen bleibt uns so lange erhalten, Johannes. Und achte auf deine Gesundheit, dass nie mehr sowas passiert wie damals bei einem Krebs. Das wäre schrecklich für uns alle. Vielen Dank. Johannes, vielen Dank für deinen Kommen. Alles Gute. Ich danke dich und wünsche dir alles Gute, dass alles so läuft, wie du es vorstellst. Das gebe ich zurück und irgendwann müssen wir gleich im Eintritt. Jawohl. Danke. Meine Damen und Herren, liebe Fernsehzuschauer. Am 6. April kommt der Oliver Kumpin zu mir von Kaiserslautern. Und da freue ich mich schon drauf. Und am 16. April, habe ich ja schon gesagt, kommt der Wolfgang Bosbach. Zwischendurch kommen noch ein paar andere Gäste, die auch sehr interessant sind. Ich schreibe es wieder bei Facebook rein, in meine Vorschau. Ich freue mich drauf und alles, wir linken unsere Zuschauer nochmal, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.